Ich bin Hildegard Becker, verheiratet, 3 erwachsene Kinder. Ich war 11 Jahre lang Lehrerin, 4 in Baden-Württemberg und 7 Jahre in Berlin. Dann habe ich unsere Kinder in Frankfurt großgezogen und als sie so halbwegs flügge waren, sind wir nach München gegangen. Und dann habe ich schon in Frankfurt die Frühstückstreffen mit aufgebaut und in München habe ich das dann übernommen, weil mir die Arbeit mit Frauen einfach ganz viel Spaß macht. Und ich sage Ihnen, es gibt so viele interessante Frauen, das macht richtig Freude, mit solchen Frauen zusammenzuarbeiten. Ich bin ja eine Tochter wie Sie und heute habe ich ein ganz liebevolles Verhältnis zu meiner sehr schwachen, hilfsbedürftigen Mutter. Aber das war nicht immer so. Es gab Zeiten, in denen ich mich sehr stark von ihr zurückgezogen hatte, um herauszufinden, wer ich eigentlich bin. Und ich war sehr froh, dass 1000 Kilometer dazwischen lagen. Ich brauchte also die Distanz, um zu sehen, was an Prägung nicht zu mir passt und was ich übernehmen kann. Manches, was es zu verarbeiten galt, tat weh. Loslassen meiner Erwartungen an Sie und Zurückweisen Ihrer Erwartungen an mich war schwierig. An einigen Stellen bin ich in die Falle des Selbstmitleids getreten. Und Schuldzuweisungen und Vorwürfe haben an mir genagt. Ja, und welche unangenehmen Seiten meiner Mutter habe ich denn übernommen? War dann die unangenehme Frage. Es gibt wohl keine tiefere und länger andauernde Beziehung zwischen zwei Menschen als die zwischen einer Tochter und ihrer Mutter. Die Tochter richtet sich anfangs ganz nach der Mutter aus und erlernt so auch ihr Frauwerden von ihr. Das junge Mädchen fragt zunächst, wie es sich verhalten soll, was es tun soll. Sie schaut dabei auf ihre Mutter und ahmt sie nach. So erfüllt die Mutter eine Doppelrolle. Sie ist der erste Mensch, zu dem das Mädchen eine Beziehung aufbaut, und das Vorbild, um eine Frau zu werden. Bevor wir uns nun dieser spannenden Tochter-Mutter-Beziehung zuwenden, möchte ich zuerst auf die Entwicklung eingehen, die ein kleines Mädchen zur Frau werden lässt. Zunächst das Säuglingsalter. Eine Mutter und ihr Baby bilden am Anfang eine ganz eng verflochtene Einheit. Und erst allmählich im ersten Lebensjahr beginnt das Baby, sich als Einzelwesen überhaupt von der Mutter zu unterscheiden. Sie bleibt für lange Zeit die wichtigste Bezugsperson und Lebensquelle. Und deshalb prägt sich ihr Bild, ihre Verhaltensweise, ihre ganze Art dem Kind tief in die Seele ein. Es antwortet mit seinem Sein auf die Art, wie man mit ihm umgeht. Alles, was seine Umgebung ihm an Gefühlen und inneren Einstellungen entgegenbringt, nimmt es nicht nur mit 5 Sinnen, sondern sozusagen mit 6 Sinnen auf. Es atmet mit der Haut die ganze Atmosphäre ein, in die es hineingeboren ist. Und diese kann ganz unterschiedliche Stimmungen ausdrücken. Es ist schön, dass du da bist. Es wäre besser, du wärst etwas später gekommen. Ob ich das mit dem Baby schaffe? Ach, was für ein Wunschkind. Also ganz unterschiedlich. Eine Mutter ist natürlich immer in der Gefahr, der Tochter genau ihre Vorstellungen von Frausein zu übermitteln. Unwillkürlich überträgt sie ihre Eigenheiten, ihren Geschmack, ihre Sympathien und Antipathien auf das junge Mädchen. Einstellungen, Vorurteile oder Ängste der Mutter aufgrund schlechter Erfahrungen prägen das Weltbild der Tochter. Denn um sich der Liebe und Fürsorge der Mutter gewiss zu sein, übernimmt das Kind diese Werte zunächst komplett. Wer das Glück hatte,
Die Ausstrahlung einer liebenden Mutter in sich aufzunehmen, hält sich sein Leben lang für liebenswert. Und wer das Unglück hatte, eine überforderte und deshalb harte und ablehnende Mutter verinnerlichen zu müssen, der hält sich für zutiefst nicht liebenswert bei aller Anstrengung. Ein Kind braucht herzliche Aufnahme, um sich und sein Leben grundsätzlich bejahen zu können. Ein weiterer wichtiger Bereich der mütterlichen Prägung ist die Sexualität. Wie die Mutter über Männer denkt, welche Erfahrungen sie mit ihnen gemacht hat, wie sie mit dem Partner zurechtkommt, das prägt die Tochter. Und dabei vermittelt sie uns natürlich eine bestimmte Art, wie wir auf das andere Geschlecht wirken sollen, wie Frau zu sein und was sie zu tun hat. Es ist oftmals sehr schwierig für eine junge Frau, bei den Ansprüchen der Gesellschaft und denen der Mutter herauszufinden, wie sie sich richtig verhalten soll. So dürfen Mütter ihre Töchter beim Bewahren von schlechten Erfahrungen, zum Beispiel mit Männern, nicht daran hindern, ihre eigenen Erfahrungen zu machen. Sind nicht beide eigene Persönlichkeiten, so entwickelt sich auch keine gesunde und liebevolle Beziehung, sondern eine Abhängigkeit. Ein Beispiel dazu. Gisela hatte eine liebevolle und fröhliche Mutter. Als einziges Mädchen war sie von ihren Eltern und ihren drei Brüdern behütet, umsorgt, geliebt und bewundert. Aus dem zarten, blond gelockten Mädchen ist eine selbstbewusste, tatkräftige und hingebungsvolle Ordensfrau geworden, die sich für andere einsetzt als Hausmutter in einer großen Internatsschule. Doris dagegen hatte eine harte und strenge Mutter, die an sich selbst und andere hohe Ansprüche hatte. Schon als ganz kleines Kind wurde sie zu striktem Gehorsam erzogen. Und wenn sie etwas Verbotenes anfasste, stach ihre Mutter sie mit der Nadel in den Finger. Später konnte sie es der Mutter bei keiner Aufgabe recht machen. Oft wurde ihr die Arbeit aus der Hand genommen oder die Mutter machte diese nochmals. In den Wechseljahren kam es dann zur Krise. Sie hatte sehr zu kämpfen mit Depressionen und Antriebsschwäche, sodass sie nicht einmal ihren Drei-Personen-Haushalt mehr bewältigen konnte und zeitweise in eine geschlossene Klinik musste. Die Rolle der Helferin und Fürsorgerin kann im Laufe der Zeit von der Mutter auf die Tochter übergehen. Die Verantwortung für die eigene Mutter darf nicht abgelehnt werden, weil man um seine gewonnene Unabhängigkeit bangt. Unsere Eltern, unsere Mutter, beschützte und behütete uns. Sie pflegte und ernährte uns. Und das dürfen wir nicht vergessen. Nun zum Kleinkindalter. Da prägen uns Sätze, in denen uns gesagt wird, wie wir sein sollen, wie die Mutter uns gerne hätte und wie wir nicht sein sollen. Kinder entwickeln bei solchen sich wiederholenden Sätzen Denkgewohnheiten, denen dann unsere Gefühle folgen. Gefühle und Gedanken verstärken sich gegenseitig. Und es ist wie bei alten Schallplatten. Sie kennen doch noch diese alten Schellackplatten mit der Nadel, die oben läuft, ja? Schallwellen prägen sich in die Platte ein und können dann immer wieder abgespielt werden. Ähnlich ist es mit unserer Seele. Die Musik, die wir zu hören bekommen, gräbt sich in unsere Empfindungen ein, manchmal so tief, dass Verletzungen entstehen in unserem Selbstwertgefühl. Die Dinge, die wir als Kinder von unseren Eltern immer wieder gesagt bekommen, haben in der geistigen Welt ein Gewicht, eine Bedeutung. Bei negativen Dingen kann man sich dem geistigen Einfluss ein Leben lang nicht entziehen. Einzig unter dem Schutz Gottes können wir überwinden.
In der Pubertät dann ist die Phase der Ablösung für beide meist sehr schwierig. Für die Mutter, die einen Teil von sich selber loslassen muss, da sie sich bewusst oder unbewusst mit der Tochter ein Stück weit identifiziert hat. Und für die Tochter ist die durch Aufbegehren, Ablehnung und Kritik aufkommende Entfernung zur Mutter auch schwer zu ertragen. Sie ist unglücklich über sich selbst und muss doch trotz aller Unsicherheit unabhängig werden. Diese Phase, die Unabhängigkeit zu gewinnen, dauert meist bis weit in die 20 hinein. Befragungen von Studentinnen haben ergeben, dass 75% von ihnen eine kritische bis ablehnende Haltung der Mutter gegenüber hat. Entscheidend bleibt aber, die Trennung der Tochter von der Mutter ist Teil eines wesentlichen Prozesses, ohne den ein Mädchen nicht zu einer selbstbewussten Frau heranreifen kann. Oftmals geht es den Müttern viel zu schnell, wenn es darum geht, ihr Mädchen gehen zu lassen. Und so fällt es ihnen schwer, das Erwachsensein der jungen Frau zu akzeptieren. Nun werden sie scheinbar nicht mehr gebraucht, was dem Verlust des Lebensinhaltes nahe kommen kann. Sie kennen sicher das leere Nest-Syndrom, wenn eine Frau zu einseitig ihr Leben mit dem der Familienmutter verknüpft hat. Dann entsteht eine beängstigende Leere, wenn die Kinder das Haus verlassen. Krankheiten, Depressionen sind oft die Folgen, wenn sie sich nicht rechtzeitig neu orientiert hat und Hobbys pflegt oder ehrenamtliche Aufgaben übernimmt. Sicher kennen Sie folgenden Satz aus dem auflagenstärksten Buch der Weltliteratur, der Bibel. Da heißt es: Liebe Gott mit allen deinen Kräften und deine Nächsten wie dich selbst. Wenn ich nicht davon überzeugt bin, dass Gott mich liebt, einfach deshalb, weil er mich einzigartig geschaffen hat, dann kann ich auch nicht ihn lieben. Und schon gar nicht meine Nächsten, die schwierige Nachbarin oder Kollegin, die bevorzugte Schwester oder die unmögliche Schwiegermutter. Und ich kann auch nicht mich selber lieben. Wir können doch nur das an Liebe weitergeben, was wir bekommen haben. Wenn ich mich selbst nicht geliebt weiß, weder von der Mutter noch von Gott, befinde ich mich in einem Teufelskreis, aus dem ich nur aussteigen kann, wenn ich mir die fehlende Liebe bei Gott abhole. Viele Frauen sehnen sich nach einer Beziehung zu ihrer Mutter, die geprägt ist von Verständnis, Vertrauen, Offenheit und gegenseitiger Anerkennung. Und vielfach arbeiten sie sehr hart, um diese Anerkennung der Mutter zu bekommen. Manchmal vergeblich. Dies sollte sie jedoch nicht davon abhalten, selbst eine Familie zu gründen und Kinder zu haben. Kinder sind Leben. Eine großartige Bereicherung und Herausforderung. Franziska wuchs in einer großen Familie in Frankfurt auf. Die Mutter war Rechtsanwältin in einer bekannten Kanzlei und die streng dosierte mütterliche Zuwendung machte ihr schwer zu schaffen. Und sie beschloss, ihre Kinder ganz anders zu erziehen. Sie widmete dementsprechend ihre ganze Zeit ihrer vierköpfigen Familie. Sie schränkte sich finanziell sehr ein, damit sie nicht arbeiten gehen musste. Ihr erstes Kind konnte jedoch mit einem Jahr noch nicht krabbeln, da sie es viel auf dem Arm oder im Liegesitz dicht bei sich hatte. Was bei ihr an liebevoller Zuwendung zu gering dosiert war, bekam ihr eigenes Kind als Überdosis. Wir übernehmen die Rolle der Mutter oder wir verkehren sie ins Gegenteil. Der goldene Mittelweg stellt sich nur durch Erkennen der falschen Verhaltensmuster ein und das Einüben einer neuen Verhaltensweise. Es fällt uns leider nicht vom Himmel. Und es ist leider gar nicht so einfach, das prägende Vorbild der Mutter umzuformen. Aber sonst wären Sie ja auch gar nicht hier.
Was wir einem kleinen Kind an materiellen Dingen schenken können, ist für seine gute Entwicklung nur nebensächlich. Eine glückliche Kindheit muss nichts mit Geld zu tun haben. Worauf es ankommt, ist die Erfahrung tiefster und innigster Liebe und Geborgenheit. Bei einer guten Tochter-Mutter-Beziehung besteht ein Verhältnis wechselseitigen Gebens und Nehmens, das von beiden als beglückend empfunden wird. Hat er das nicht schön gesagt? Also, was konnten Sie geben und was haben Sie bekommen, ist die Frage. Ich wiederhole kurz, was wir schon wissen. Diese Tochter, die in einer solch geglückten Beziehung lebt, hatte das Glück, von einer liebenden Mutter umsorgt zu werden und sie kann sich daher für liebenswert halten. Sie konnte im Kleinkindalter bestätigende Sätze hören, die ihre seelische Schallplatte auf positive Weise prägten. Und sie wurde in der Pubertät von ihrer Mutter unterstützt, sich trotz Unsicherheiten abzulösen und den Prozess des Selbstständigwerdens zu beginnen. Und diese Tochter hat noch viel mehr mitbekommen, nämlich das große und wunderbare Vorbild einer echten Frau. Dieses Vorbild brauchen wir, Töchter, denn die Entwicklung zur Weiblichkeit ist kompliziert. Ein Beispiel dazu. Monika war ein nicht willkommenes Kind, das sich immer abgelehnt wusste und um sein seelisches Überleben gekämpft hat. Bis heute. Im Beruf und in ihren privaten Beziehungen kämpft sie immer noch. Sehnlich wünscht sie sich einen Menschen, der sie liebt, wie sie ist. Kommt man ihr aber zu nahe, dann stellt sie ihre Stacheln. Grenzt man sich gegen sie ab, weil sie sehr stark vereinnahmt, dann reagiert sie verletzt und verzweifelt. Jetzt mit 50 sucht sie mit aller Kraft einen Weg mit Gott zu gehen, der sie von ihrem Dilemma befreit. Wie sieht die Beziehung zur Mutter aus, wenn sie gefühlsmäßig schwach ausgebildet ist und Ablehnung herrscht? Eine schwache Mutterbindung entsteht häufig zu Müttern, deren eigenes Bewusstsein von Weiblichkeit und Muttersein nicht entwickelt ist. Dies kann verschiedene Ursachen haben. Oft haben diese Frauen selbst unter mangelnder mütterlicher Zuneigung gelitten oder einen frühen Verlust der Mutter erlebt. Sie hatten selbst kein hinreichendes Vorbild oder wurden in ihrer Erziehung zu sehr auf Leistung getrimmt. Vielleicht waren sie auch durch die Doppelbelastung Familie und Beruf überfordert oder hatten einen gewalttätigen Mann, vor dem sie die Tochter nicht beschützen konnten. Mädchen ohne eine feste mütterliche Basis suchen verzweifelt nach einem Menschen, der sich ihrer annimmt und für sie sorgt. Weil sie aber kein gutes Selbstbild haben, binden sie sich oft an Menschen, die nicht zu ihnen passen und sie in Abhängigkeit bringen. Da sie die Befriedigung ihrer Wünsche und Defizite von einem einzigen Menschen erwarten, überfrachten sie ihn mit Ansprüchen, die kein Mensch überhaupt erfüllen kann. Im Gegensatz dazu empfinden sie Fürsorge um andere als Aufopferung und schrecken davor zurück. Sie leiden also oft unter sich widersprechenden Gefühlen. Sie wünschen sich eine feste Partnerschaft und fürchten sie gleichzeitig. Bei einer sehr schwachen Mutterbindung kommt es häufig dazu, dass überhaupt Nähe zu anderen Menschen vermieden wird. Die Überlebensstrategie solcher Töchter ist, sich nur um sich selber zu kümmern, und sie müssen zunächst emotional und wirtschaftlich unabhängig werden, bevor sie in eine engere Beziehung zu einem anderen Menschen wieder eintreten können. Sie brauchen psychologische Begleitung und die starke Erfahrung der Liebe Gottes. Man kann es wohl als geglückte Mutter-Tochter-Beziehung bezeichnen, wenn beide gleichberechtigt einander ein Spiegel sind für ihre Übereinstimmungen und Unterschiede. Wenn Liebe und gegenseitige Achtung den Umgang miteinander prägen,
wenn die Tochter frei wird, in der Mutter den Menschen zu entdecken, der Stärken und Schwächen hat. Wenn sie ohne schlechtes Gewissen anders sein und anders leben kann, als ihre Mutter dies erwartet. Und wenn die Mutter ihre Tochter so weit losgelassen hat, dass sie nicht mehr ihre eigenen Lebenswünsche in der Tochter verwirklicht sehen will. So akzeptiert sie das eigene Leben der Tochter und traut ihr zu, es zu meistern. Also, erst allmählich nimmt dann, wenn die Tochter erwachsen wird, ihre Mutter als vielschichtigen Menschen wahr, der sowohl Stärken als auch Schwächen hat. Und obwohl die Tochter immer noch an der Sehnsucht nach der vollkommenen Mutter festhält, wird sie bereit, Zugeständnisse zu machen und die Mutter so anzunehmen, wie sie eben ist. Viele Frauen können erst im Verlauf der Wechseljahre die seelische Nabelschnur durchtrennen, mit der sie immer noch an der Mutter hängen. Es hilft der Gedanke daran, dass wir in Gott, der ja Vater und Mutter zugleich ist, eine feste Lebensbasis und Rückendeckung haben. Einen Anker für unsere Seele. Und so bewältigen wir unsere Probleme selbstständig und ohne die Hilfe der Mutter. Gott schätzt uns auch ohne unsere Stärken. Er akzeptiert unsere Schwächen und liebt uns so, wie wir sind. Wir müssen keinem Idealbild unserer Mutter entsprechen, um geliebt zu werden. Gott liebt uns ohne Vorbedingungen. Wie gehen wir denn nun mit dem um, was wir gehört und woran wir uns erinnert haben? Wie können wir uns als erwachsene Frauen dem stellen, unserer Geschichte, unserem Weg und unserem Leben, dass es uns verwandelt, dass wir unabhängig werden, dass wir stark werden innerlich? Es geht jetzt um ein Innehalten, um neue Einsichten, vielleicht um ein Aufspüren alter Verwundungen und Schmerzen. Denken Sie wieder an die Schallplatte, in deren tiefen Rillen die Nadel hängen bleibt. Enttäuschungen und Verlassenheitsgefühle tauchen vielleicht auf. Wut und Trauer über falsche Strickmuster und fallengelassene Maschen in unserem Lebensentwurf. Zum Beispiel einem nicht erfüllten Berufs- oder Kinderwunsch stellen sich ein. Dabei werden wir uns selber näher kommen, uns verstehen lernen und Schritte nach vorne tun können, damit unsere Persönlichkeit nach und nach Gestalt annimmt, so wie Gott uns geschaffen hat. Michelangelo hat einmal gesagt, in jedem Marmorblock steckt ein Kunstwerk. Das Leben meißelt und schleift uns, das haben Sie sicher schon festgestellt. Gott aber kann mit unserer Einwilligung ein Kunstwerk daraus machen. Eine Hilfestellung, ein Mittel gegen negativ ausgerichtete Gedanken, gegen anklagende Gedanken ist, wenn wir gerade demjenigen, dem unser Zorn gilt, Gottes Segen wünschen. Wenn es schlechte Dinge waren, die diese Person zu ihrem Handeln brachte, beten wir, dass Gott ihr hilft, diese zu überwinden. Wenn also diese oben genannten Schritte gegangen sind, nämlich Verwundungen ansehen, Schmerz, Wut und so weiter zulassen und ausdrücken, dann kann Versöhnung heilend in mir wachsen. Aber auch da, wo hilflose Wut oder Verzweiflung über den eingeschlagenen Lebensweg, über Fehlentwicklungen oder unüberbrückbare Risse in der Beziehung zur Mutter sichtbar geworden sind, wächst in uns die Sehnsucht nach Frieden. Wir können heil werden, wenn wir diesen vermeintlichen Rechtsanspruch auf Wiedergutmachung aufgeben und die Schuldzuweisung an die Mutter loslassen. Versöhnung. Oft sind wir ja allein nicht dazu in der Lage. Doch Gott hat denen, die Versöhnung wollen, seine Hilfe und Unterstützung zugesagt. Er hat sich bereits mit uns, die wir ja häufig nichts von ihm wissen wollen, versöhnt, ohne dass wir etwas dazu beigetragen hätten. Sein Sohn Jesus hat für diese Versöhnung gelebt und ist für sie gestorben. Jeder darf Gott bitten, in sich Versöhnung wachsen zu lassen. Versöhnung mit uns selbst, mit unserem eigenen Lebensweg, mit all unseren Umständen und auch Versöhnung mit unserer Mutter.
soweit dies den eigenen Anteil betrifft. Versöhnung wächst auch, wenn wir die Mutter verstehen lernen. Unsere Mütter waren durch die Prägung ihrer Zeit, durch ihre Mütter und Großmütter viel mehr in ihren Möglichkeiten eingeengt, als wir es sind. Und sie litten, die Väter natürlich genauso, unter viel mehr Tabus. Und deshalb gilt: Meine Mutter liebte mich auf die beste ihr mögliche Weise. Da mir dieser Satz sehr wichtig ist, möchte ich ihn auch von einer anderen Seite beleuchten. In einem Seminar für Führungskräfte der Wirtschaft lautet eine Wahrheit betreffend Situationen: Du hast immer die Wahlfreiheit. Change it, leave it or love it. Ändere die Situation, verlasse sie, geh aus ihr heraus oder liebe sie. Nimm es an, respektiere es in Demut. Vielleicht kannst du entdecken, welche Botschaft des Lebens, welcher Sinn gerade für dich darin verborgen ist. Für viele Töchter heißt es sicherlich nun: Verändere deine innere Einstellung zu deiner Mutter. Löse dich von ihren Erwartungen an dich. Lasse dir Vergebung für sie schenken. Liebe das kleine Mädchen in dir, denn du kannst die Vergangenheit, die dich prägte, nicht verändern. Meine Mutter liebte mich auf die beste ihr mögliche Weise. Und ihre Mutter liebte sie auf die beste ihr mögliche Weise. Lassen wir uns von Gott beschenken mit dem, was uns gemangelt hat an Anerkennung, an Wertschätzung, an Förderung, Zärtlichkeit und Verständnis. Und wenn Sie sich selber lieben können, dann können Sie auch Ihre Mutter auf die beste Ihnen mögliche Weise lieben. Sie haben nun sehr viel gehört und ich danke Ihnen für Ihr konzentriertes Zuhören. Erfahrungsgemäß nimmt man zwei Gedanken mit. Welche für Sie persönlich hilfreich sind, die packen Sie am besten in Ihre Handtasche. Und zu Hause durchleuchten Sie Ihre Handtasche und ich wünsche Ihnen viele Lichtblicke dabei. Auf Wiedersehen. Applaus